Ja, bei der Aufgabe, da steckt Clou drin, dass man erstmal den Text richtig liest. Also wir wissen, dass zum Beispiel AB gegeben ist und AC gegeben ist. Und wir wissen, dass es die neuen Strecken AD und AE um ein Sechstel verkürzt worden sind. Das heißt, sie sind noch 5/6 lang. Jetzt könnten wir es entweder so machen, wir könnten ja quasi die Strecke AC durch 6 teilen und dann nochmal mal 5. Oder wir nehmen einfach gleich, AD ist 5/6 mal 60 Meter. Also in dem Fall von AB 5/6. Kann ich ja so in den Taschenrechner eintippen. Das gleiche kann ich dann auch von AC machen. AE ist 5/6 von AC. Und dann habe ich auch die Strecke AE. Jetzt geht es hier um den Flächeninhalt. Ja, vielleicht wissen wir noch gar nicht, wie wir den Flächeninhalt bestimmen, aber wir haben schon mal den Tipp mit dem Winkel BAC. Dieser Winkel BAC lässt sich doch relativ leicht in einem dieser Dreiecke bestimmen. Nehme ich jetzt das große ABC, dann habe ich doch die Seite AB gegeben, BC gegeben und AC gegeben. Drei Seiten heißt ganz klar, wenn es nicht rechtwinklig ist, Kosinussatz. Und dann muss ich ihn halt nur noch so aufstellen, dass quasi die Seite hier dem Winkel gegenüber liegt, den ich suche. Ja, auflösen wird hier etwas schwieriger. Als erstes bringe ich 60 Quadrat und 51 Quadrat auf die andere Seite. Man sieht es hier noch, ich habe zwei Schritte in einem gemacht. Dadurch steht es dann so in der Rechnung. Und dann steht noch ein Faktor vor dem Kosinus Winkel BAC. Vorsicht, das darf ich nicht mit Plus und Minus rüberbringen. Ja? Das ist ein Vorfaktor. Das ist quasi sowas wie eine Multiplikation. Das muss ich quasi komplett auch mit dem Minus dividieren, um es rüber zu kriegen. Und darf das erst dividieren, wenn ich die beiden schon rübergeschickt habe. Ja? Also nicht schon vorher geteilt durch den Vorfaktor. Das wäre falsch, weil dann müsste man das da und das da auch schon dividieren. Erst durch Minus das Ganze rüberbringen und dann durch den Vorfaktor hier teilen. Dann habe ich den Kosinus vom Winkel BAC und muss nur noch den inversen Kosinus davon bilden. Ja, also den inversen Kosinus von diesem Bruch. Da brauche ich keine Klammern setzen, da ich das Ganze in einem Bruch habe. So wird quasi der inverse Kosinus von diesem ganzen Bruch genommen und ich erhalte den Winkel BAC, so wie er auch in der Lösung steht. Jetzt geht es in der Aufgabe um Flächeninhalte. Wir sollen schauen, wie der prozentuale Anteil ist oder um wie viel Prozent sich das Grundstück verkleinert hat. Geschickterweise heißt es, wir müssen den Flächeninhalt von dem hier berechnen. Um diesen Flächeninhalt zu bestimmen, was ein Parallelogramm ist, ist es natürlich geschickter, über die Dreiecke zu gehen. Das heißt, das große Dreieck minus das kleine Dreieck. Problem beim Parallelogramm hier ist nämlich, dass wir die Höhe erstmal nicht bestimmen können oder sehr schwierig bestimmen können. Und deswegen machen wir lieber großes Dreieck minus kleines Dreieck, dann haben wir auch diesen Flächeninhalt. So, großes Dreieck, wir haben diesen Winkel gegeben. Und wie es bei so ebenen Geometrieaufgaben immer ist, wird dann das Ganze mit dem Sinuswinkel Flächeninhaltssatz. 0,5 mal AB mal AC mal den Sinus von 46,97 Grad. Also 60 mal 51, so richtig eingesetzt. Große Summe, aufpassen, dass man dann auch mit Quadratmetern rechnet oder Quadratmetern im Ergebnis hat. Das war ja auch in der Angabe mit Metern. Dann das kleine Dreieck ADE. Das gleiche nur eben mit den zwei veränderten Seiten. Ansonsten bleibt alles gleich. Dann ziehe ich das Ganze noch voneinander ab. Damit habe ich dieses Viereck. Und jetzt heißt es, um wie viel wird es kleiner? Das heißt, ich muss diesen Anteil gemäß dem großen Anteil rechnen. Also 341,74 durch 1118 mal 4,42 mal 100% erhalte ich meine 30,56%. Das war's schon.